Vollmond in Widder am 17.10.2024 um 13.26 Uhr. In diesem Vollmond möchte uns die Wahrheitsfindung, die männliche Kraft und die Seherin der Engel begleiten. Um unsere Herausforderungen im Energiefeld wieder mit der Spiegelung der Sonne in Waage dürfen wir erkennen, um nachhaltig in Heilung zu bringen. Ja, ihr Lieben, wir durften im vergangenen Neumond in Waage unsere weiblichen und männlichen Energien in Einklang bringen, das Geben und Nehmen. Konntest du fühlen, wie sich 100% geben und 100% nehmen anfühlen? So durften wir in diesen zwei Wochen spüren, immer wieder, Blockaden und Diskrepanzen zwischen den beiden Ebenen. So dürfen wir nun im intensiven Selbstausdruck in der unsere persönlichen Ziele und Unabhängigkeit ins Zentrum rücken. In Widder ist die Energie des Tuns. Wir dürfen jedoch hier erkennen, wenn wir unsere Impulse mit Rücksicht auf unsere Umwelt steuern. Die Energie des Widder hat eine starke Schubkraft. Hier werden auch Kriege geführt. Es ist eine kriegerische Kraft. In diesem Feld unser Feuer zu führen, ist die Herausforderung. Wir dürfen nun Verantwortung übernehmen, die Energien auszubalancieren, um so vieles in uns in Heilung zu bringen. In Widder beginnt das Sternenjahr neu. Der Widder selbst ist wie ein Pionier, der sich in das Leben hineinspürt. Er hat eine starke Vorwärtsbewegung. Er unterstützt uns, neue Wege zu gehen. Er inspiriert uns, Entscheidungen schneller zu treffen und mutig neue Schritte zu wagen. Und doch dürfen wir aufpassen, dass wir nicht zu unruhig und gereizt sind, dass diese Energie zu stark nach sofortiger Aktion strebt. Konflikte können in dieser Phase schneller aufflammen, da der Widder von Mars, dem Planeten des Krieges, regiert wird. So bietet der Vollmond in Widder uns die gute Gelegenheit, unsere alten Muster und Blockaden zu erkennen und loslassen, um Raum für unsere persönliche Weiterentwicklung zu schaffen. Es ist eine Zeit, in der wir uns auf das konzentrieren, was ich wirklich will, und ich kann Wege finden, dies auch zu erreichen. Rituale oder Reflexionen während des Vollmonds in Widder kann man sich auf Fragen besinnen, wo möchte ich mutiger sein? Welche Veränderungen möchte ich in meinem Leben anstoßen? Eine ausführliche Beschreibung der Energien sowie weitere Fragen zum Mond im Widder findest du in der Beschreibung der Meditation in meinem Shop. Den Link findest du unter dem Video. So lasse dich nun ein auf die heutige Reise in den unermesslich reinen Liebesplaneten der Venus mit neuen Energien und neuen Frequenzen. Sei gespannt. Schön, dass du da bist. Es ist gut, so wie es ist, denn dein Leben hat vieles mit dir vor. Mein Name ist Marianne Selina, wenn du mich noch nicht kennst. Ich gebe tägliche Impulse zu den Tagesenergien und mache für euch zu den jeweiligen Mondphasen hochenergetische
dich weiterentwickelnden Meditationen, welche du regelmäßig auf YouTube findest. Hast du schon meinen Kanal abonniert? Ich schaue gerne in deinen Sternenfeldern, was dich weiterbringen kann, welche Aufgaben dir deine Seele in dieser Inkarnation mitgegeben hat. So lasse dich nun ein auf unsere Reise. Bleibe dabei. Ich freue mich mit dir, auf diese Sternenreise zu gehen. Ja, und wie ihr wisst, das Leben ist ja voller Veränderungen. Und so erkennen wir regelmäßig unsere Themen und Aufgaben, wenn wir in unser Sternenrad reisen. Unser Geburtshoroskop ist als Rad dargestellt, mit diesen 12 Speichen. In jedem Speichen ist ein Tierkreiszeichen zu Hause und die Planeten befinden sich darin. Das Sternenrad dreht sich in jedem Moment und so werden wir in dieser Mondreise wieder unser Sternenrad in unser Sternenrad hineinreisen und auch du wirst wieder feststellen können, dass gerade wieder vieles in den Energien verändert. Dies ist auch gut so. Wir lassen uns wieder in unser Urvertrauen hineinsinken. Das Vertrauen auf den Fluss des Lebens, auf die hilfreichen Kräfte und all unsere Seelenkräfte. Und so sind unsere lichtenden Boten, sie führen uns in die heilenden Felder und sie unterstützen uns heilbringend in unserer Unterstützung. Du weißt ja, alles, was nicht im Lebensplan übereinstimmt, wird auf dieser Reise verbrannt. Dein Sternenrad schaut immer, welche Energien in Ausgleich werden möchten. Im Sternenrad ist auch das Karma-Rad enthalten. Unser Karma-Rad ist mit Themen aufgeladen, die Themen, die positiv sind und die negativen, sind genauso enthalten. All diese mögen wir auf unserer regelmäßigen Reise erkennen und in Heilung bringen, um dann in die nächsthöheren Energien der Dimensionen des Lichtes einzutauchen. Dadurch werden wir durch die lichten Energien und die Codes unterstützt, die in der Energie im Video und in der Musik enthalten ist. Hier kann tiefgreifende Entwicklung stattfinden. In meiner spirituellen Begleitung erhältst du eine wunderbare Weiterentwicklung auf deinem Weg in die neue Zeit. So haben wir uns alle vor unserer Inkarnation, unser Leben, unsere Entwicklung, wir haben alles geplant und mit hierher gebracht. Komme mit mir, gerne unterstütze ich dich im Lesen deines Seelenplans. Du erhältst Antworten auf deine Fragen, warum bin ich hier? Was möchte ich in dieser Inkarnation verwirklichen? Ebenfalls unterstütze ich dich im Erkennen deiner Themen. So unterstütze ich dich gerne in meinen Heilsitzungen. Hier erkennst du ganz schnell, was in Heilung gehen darf. Du kennst es bestimmt, dass spirituelle Weiterentwicklung nicht mit täglich 5 Minuten zu erreichen ist. Es ist ein stetiger Prozess und es gibt kein Ende. Welche Fragen stellst du dir am Ende des Tages? Fragst du dich, wie es dir geht? Fragst du dich, ob dein Leben Sinn macht? Bist du glücklich? Fragst du dich, was deine Wünsche und Bedürfnisse sind? Und fragst du dich, ob du auf dem richtigen Weg bist? Oder bist du zu müde und ausgelaugt vom Alltag? Und nimmst dir hierfür nicht die Zeit. Wie fühlst du dich, wenn du diese Fragen hörst? Nur wenige Menschen haben den Mut, sich solche Fragen zu stellen.
Hierfür biete ich dir meine kostenlosen Tagesimpulse an. Mache es gerne zu deinem täglichen Ritual. Und so kannst du dich mit dir selber beschäftigen. Hier findest du auch die täglichen kostenlosen Meditationen. Komme auch mit zu unserem wöchentlichen Livestream. Hier arbeiten wir mit den jeweiligen Tagesenergien. Die Teilnehmer berichten, dass ihr Leben leicht ist, wenn sie nur ihre jeweiligen zugehörigen Codes sprechen, welche du in den Streams erhältst. Ebenfalls kannst du von mir ein persönliches Coaching zu all deinen Themen erhalten. Melde dich auch gerne zu unserem Newsletter an. Alle die Links findest du unter dem Video. Komme nun mit zur Meditation. Das Video enthält starke Heilenergie durch die Kraft der 13 Ebenen, dem Seelenrad, dem Lebensrad und dem Engelsrad. Die Klänge und die lichten heilenden Frequenzen erhöhen mit jedem Mal anhören die Energie. Am Ende des Videos wirst du mit einem Glockenton wieder zurück ins Hier und Jetzt geführt. So lasse dich fallen in deinen Herzensraum hinein. Liege oder setze dich ganz bequem. Spüre deinen Atem und spüre, wie mit deinem Atem in deiner Mitte die Sonne entsteht. Tief in deinem Herzensraum, dein Kristall. Dein Herzenskristall sich entfacht. Sieh dein Licht, dein wunderbares Strahlen. Sieh, wie sie dich reinigen, dich in deine Mitte bringen. Spüre deinem Herzen den inneren Frieden. Du bist ganz ruhig. Nimm einfach wahr, was in dir ist. Spüre aus deinem Herzenskristall, wie die Dreieinheit sich entfacht. Fühle das Feuer der Reinigung. Fühle die Liebe, Stille und Geborgenheit. Sicherheit. Mit deiner Ausdehnung nimmst du deinen Seelenraum wahr. Dein Atem fließt tief und ruhig. Nimm in deinem Seelenraum die Energien wahr, deine Fähigkeiten, all deine Boten und Helfer. Solea, wie sie bei dir sind. Höchster Seelenaspekt bei dir ist, der dich schützt, hält und trägt in dieser Meditation. Dein höchster göttlicher Schutz.
Wir sind bei dir. Wir begrüßen dich. Freudig begleiten wir dich. Fühle ganz tief. Dein System ist wieder ausgerichtet für die Reise. Lasse dich von uns durch deine Zeitenlinien begleiten, denn wir sind immer bei dir. Sieh, wie sich all deine Enge auflöst. Sieh das Feuerlicht aus deinem Herzensraum, wie es sich über deine Fußchakren ganz tief hinein zu Mutter Erde bewegt. Du spürst einen richtigen Sog in die Erdentiefe. Atme dich mit deinem Atem in den Schoß der Mutter Erde. Tiefe Atemzüge in den Schoß hinein zur Mutter Erde. Bade mit deinen Wurzeln im Schoß der Mutter. Sieh, wie sie dich hält und trägt, die Erdenmama. Sie empfängt dich, umarmt dich und sie flüstert dir zu: Komm mit mir. Ich nehme dich in die Arme, wie die Mutter ihr Kind. Öffne deine Sinne. Und sieh, was sich dir in der Dunkelheit zeigt. Höre die Stimme von Mutter Erde. Höre ihr Lied. Verweile einige Momente und lasse es geschehen. Du fühlst dich wohl in meinem Schoße. Du weißt und du bist bereit, dass du dort deine Schattenwelt umarmst. Denn in meinem Schoße fühlst du Geborgenheit und kannst deine Schatten auflösen, sodass du wieder deine Harmonie findest. Lasse dich von mir klären und reinigen. Spüre das Vibrieren. Spüre die Vereinigung des Urgrund der Mutter mit dem reinen geistigen Licht des Vaters. Du weißt, dass Erkennen eine Schöpfung des Lichtes ist. Und nur in dieser Verbindung nimmst du es wahr. Erkennst in der Vereinigung in der Tiefe die Verbindung mit dem geistigen Licht. Hier findet dein Erkennen statt.
Lasse es geschehen. Lasse dies immer wieder geschehen. Fühle die tiefe Erdung. Fühle, wie du durch die Erdung deine Chakren für dich ausgeglichen werden. Neue Codes der Wirklichkeit fließen. Und du fühlst dich bereits ganz leicht. Und du spürst, wie du höher getragen wirst. Höher und höher in die Felder der Liebe, in die Felder der Venus. Sieh, wie wir dort ankommen, höher und höher, und du fühlst Vertrauen und Sicherheit. Liebe. So bist du eingeladen in diesem Raum zum Baden in deiner Energie, in deiner eigenen Seelenkraft. Lichtbaden, genieße, genieße. Höre das Lied deiner Engel. An den Wänden glitzern, am Boden, an der Decke. Kristallines Licht wird zu dir gebracht, dich durchdringend ganz tief. Alles, alles für dich reinigt und klärt. Neu Ausrichtung. Du fühlst, wie du bereits deinen Schlüssel für das Neue in deiner Hand hältst. Ganz von alleine gehst du zum Tor. Deine Begleiter sind bei dir. Während du unter dem Tor stehst, erhältst du eine goldene Lichtdusche. Nochmals erhöhen sich die Energien. Du fühlst die Verschmelzung von Herz zu Herz. Inniges Verschmelzen ganz tief. Ja, und Urvertrauen durchdringt dich ganz. Und so erkennst du schon von Weitem das Seelenrad, Karmarad und Engelsrad. Es fühlt sich anders an als bisher. Du fühlst, dass du dich in einer neuen Energieebene befindest.
Hier ist der Raum deiner Neuausrichtung in deine Freiheit. Hier ist es ganz still. Es fühlt sich an, als ob du dich im Nichts befindest. Heute darfst du dich in deiner männlichen Kraft ausrichten. Alles, was sich dir hier im Wege steht, wird aufgelöst. Und deine Seele weiß ganz genau, was ich lösen möchte. Krisen werden gelöst. Du kommst in deinem Leben an. Männliche Kraft, weibliche Kraft erhalten eine Neuausrichtung. Du findest dich in jeder Meditation in einer höheren Ebene wieder. Stets Neuausrichtung in eine neue Energieform des Seins. Lasse es zu. So kommst du in deinem Seelenrad tief in deine Mitte. In den inneren Kreis. Siehst du dein Seelenrad klar oder noch bedingt durch Schatten? Nimm einfach wahr, lasse geschehen. Der Schatten wird geklärt, neu ausgerichtet. Atme tief. Im inneren Kreis wohnt die Liebe. Nimm einfach wahr, was du fühlst. Im Urgrund wohnt das Leben, dein inneres Sein. Spüre das Vibrieren deines Herzens, deines ganzen Energiekörpers. Thank you.
Du siehst das Feld vor dir der Liebe. Und du wirst erkennen, den Moment, wo dein Leben in deine Wahrheit ausgeglichen ist. Männlich, weiblich. Licht und Schatten. Und es darf sein, wenn sich dir dein Schatten zeigt. Ohne Verdrängen. Einfach schauen. Fühle das Gefühl deines Schattens. Geben und nehmen. Auch diese Energien werden ausgeglichen. Du fühlst auch hier das Ungleiche. Geben und nehmen. Gleichgewicht. Höre die Klänge. Du spürst auch mit den Veränderungen, wie deine Energien weicher werden. Jede Verkrustung von dir abfällt. Wie eine Raupe, die zum Schmetterling wird, wie der Panzer abfällt. Alles von deiner Seelenoberfläche, was nach oben getragen wurde und du dies jetzt fühlst, löst sich auf. Du bist bereit. Sei bereit für Heilung. Spüre auch hier, was Heilung noch im Wege steht. Lasse dies zu. Lasse dieses Gefühl nach oben steigen. Wo in deinem Feld ist Heilung blockiert? Ich bin bereit für Heilung. Du spürst, wie du leichter und leichter wirst. Du spürst die tiefe Verwurzelung im Urgrund und die Vereinigung mit dem Licht des Vaters. Atme und diese Leichtigkeit hinein. So wird deine Energie stets erhöht. Reines Prana. Und du siehst, wie nun die Seherin vor dir steht. Sie kalibriert dein Feld neu aus. Lasse nun
all dies geschehen. Du spürst, wie vor deinem inneren Auge das neue Tor entsteht. Wie die Sonnenstrahlen zu dir hereinstrahlen und ganz von selbst zieht es dich dorthin. Du fühlst dich ganz angezogen in dieser wunderschönen Ebene. Du weißt, dass dort dein Abdruck deines wahren Seins wohnt. So gehst du hindurch. Und du fühlst das Gefühl und du nimmst mit allen Sinnen wahr. Hörst, während du höher getragen wirst, die Lieder der Engel. Und sie singen: Finde deine Wahrheit. Sieh, wie du die Kugel der Seherin in deinen Händen hältst. Sieh in die Kugel. Erkenne deine Schöpferkraft. Dein inneres Kind ist bereits an deiner Seite. Es ist schon ganz gespannt und es schaut dich mit seinen kleinen Augen von unten nach oben zu dir an. Und hier jetzt siehst du, wie er weiter und höher fliegt, höher und höher. Und du siehst, wie das Neue entsteht und du fühlst die Freude deines inneren Kindes. Lasse deine neue Welt erblühen, der reine Geist in dir, verbunden mit dem Urgrund, spüre die Wahrheit, deine innere Wahrheit. Spüre, wie dein Geist neu ausgerichtet wird. Hier siehst du den Gleichklang von Geben und Nehmen. In dir, über dir, unter dir. Und ganz klar erkennst du deine innere Wahrheit. Aus deinem Herzen heraus strahlt deine Liebe. Du hörst, wie deine Seele spricht. Ich lasse alle meine Vorstellungen los. Du spürst die Klarheit und die Verschmelzung mit deinem inneren Kind, dem Aspekt, der dich in dein Leben bringt. D
dich im Leben hält. Und du fühlst die Verschmelzung zwischen männlich und weiblich. Inzwischen fühlst du, wie du auf einer Wolke höher getragen wirst, in der Energie weit ins Universum hinein. Du siehst die Leylines an verschiedenen Lichtpunkten, nimmst du neue Energien auf. Weiter und weiter. Höher und höher. Freier und leichter. Nun begibst du dich an einen Punkt im Universum, wo dein Ursprungsfeld sich befindet. Reine Stille. Deine Kugel der Seherin in deinen Händen. Du siehst hinein. Stille. Leere. Nichts ist hier. Doch wisse, so wie die Leere des Universums, ist auch die Leere voller Energie. Reinigende Leere. Und plötzlich erkennst du, dass deine Kugel sich zu einem Ei formt in deinen Händen. Liebevoll hältst du dieses Ei. Du spürst, wie Liebe aus dem Ei zu dir fließt. Und du fühlst, wie eine Spannung im Ei entsteht. So stark, dass es berstet. Und kleiner Drache sitzt auf deinen Händen. Er schaut dir liebevoll in deine Augen. Du fühlst die Liebe, so wie du sie noch nie gefühlt hast. Innige Liebe. Du hast Tränen in deinen Augen. Du erinnerst dich. Mit dieser nährenden Liebe zwischen euch beiden wächst dein Drache. Du hörst richtig, es ist dein Drache. Er war immer an deiner Seite. Während ihr euch in die Augen seht, wächst dein Drache vor dir, größer und größer.
viel größer als du selbst. Und ganz von alleine weißt du nun, was jetzt geschieht. Dein Drache legt vor dir seinen Kopf auf den Boden und du steigst auf seine Schultern. Es fühlt sich ganz geborgen an. Ganz majestätisch hebt sich dein Drache mit dir und fliegt in den universellen Feldern höher und höher. Du siehst unter dir die Erde, die Berge. Du siehst Täler, Seen und das Meer. Und du fühlst die Wärme des Drachen. Unter dir siehst du die Insel und du weißt, wo er dich hinführt. So siehst du sie von weitem, die Insel der Wahrheit. Hier warst du vor langer Zeit mit deinem Drachen, immer wieder hast du dich hier eingefunden, um deine Wahrheit zu erkennen. In der Drachenhöhle hast du lange verweilt, um deine innere Wahrheit zu finden. Immer wieder, immer wieder. So landet ihr vor der Drachenhöhle. Auf der Insel. Du nimmst die Wärme hier wahr. Du nimmst die vertrauten Gerüche wahr, das rauschende Meer. Die Wellen beruhigen dich. Intensive Stille. So rutschst du wieder von der Schulter deines Drachens. Und ihr geht hinein in die Höhle. Du erkennst die Höhle. So viele Kristalle. Farben der riesigen Höhle. Ihr geht weit in die Höhle hinein. Du erkennst deinen Platz der Wahrheit. Ganz demütig lässt du dich nieder. Du weißt, was jetzt geschieht. Dein mentales Feld wird nun gereinigt. Weiß-blaue Kristalle der Wirklichkeit. Die Kristallkammer der Wirklichkeit. Stille. Klare Gedanken.
klarer Geist. Dein drittes Auge wird angeglichen. Deine Sinne werden angeglichen. In dir entspringt die Quelle des Lebens. Hier findest du deine innere Wahrheit. Ein Licht kommt auf dich zu, das dich inspirieren will. Eine neue Idee, eine neue Sicht der Dinge. Ganz wertfrei. Spüre nun mit deinem Herzen, was dein Leben dir zeigen will. Du fühlst mit deinem Herzen, du siehst mit deinem dritten Auge. Herz und Verstand vereint. Befreite Leere. Inspirierende Leere. So entsteht eine Welle der Emotionen, der Gefühle, der Liebe. Hier wird das Wissen mit der Liebe verbunden und eröffnet weiteres Wissen. Ein stetiger Kreislauf in der liebenden Absicht. Wenn du Fragen hast, kannst du sie stellen. Du kannst deinen Drachen nach seinem Namen fragen. Und welcher Engel bei deinem Drachen ist. Dein Drache erzählt dir: Ich bringe dir aus den spirituellen Ebenen die Energien jeglicher Art, wenn du es möchtest. Ich fliege mit dir in allen Ebenen der Dimensionen, an jeden Ort, wo du es wünschst. Du kannst mich beauftragen, Felder zu reinigen um dich herum, dass du, wo du dich befindest, immer im reinen Licht dich befindest. Ich, dein Drache, bin angebunden an die höchsten Energien des Lichtes und bin allen Elementen zugeordnet.
meine Gegenwart bringt Veränderung. Transformation. Weisheit. Metaphysisches Wissen. Schönheit. Schöpferkraft und Inspiration. Ganz in deiner Tiefe berührt dich dein Drache und zeigt dir, dass es nun Zeit ist zur weiteren Reise. Du steigst auf seine Schulter, er geht aus der Höhle und sogleich hebt sich dein Drache in die luftigen Höhen. Ihr schwingt euch in Kreisen höher und höher. Du siehst die universellen Felder, die Leylines, weitere Energien. Dein Herz öffnet sich weit und dein Geist wird weit. Dein Drache bringt dich zum Lichtfeld der männlichen Kraft. Du hörst, wie deine Seele singt. Ich fühle meine männliche Kraft. Das Erwachen in mir. Ich hüte und beschütze. Ich fühle meine Macht, meine wahre Schöpferkraft. Ich wage den Durchbruch. Ich nutze meine Schöpferkraft, ohne sie zu missbrauchen. Ich begegne meinem Partner, meinem Kind, den Menschen, die auf mich zählen, so dass sie sich in meiner Gegenwart sicher und behütend fühlen. Ich lasse meine Gefühle zu. Ich fühle, spüre und liebe. Ich bin geliebt. Ich begegne allem mit dem Wir sind.
Ich bin im Einklang mit dem Du. Lasse nun deine Aktivierungen geschehen. Lasse es mit der Musik geschehen. Deine Energien werden weiter erhöht. Während den Klängen nimmst du deine Lichtsäule wahr, um dich herum zwischen Himmel und Erde. Und du spürst, wie du dich in deine Lichtsäule bewegen kannst. Sie wird nun in diesem Moment von deinen dich begleitenden Engeln von deiner Engelsgruppe stabilisiert. Erneut für dich ausgerichtet. Mit den aufgenommenen neuen Energien, den entsprechenden Aspekten. Du spürst, wie sie eingebettet werden und all die Aspekte sich verbinden. Nur in der Verbindung deiner Aspekte bist du in deiner Ursprungskraft. Du spürst, wie du dich mit deinem Merkaba bewegen kannst. Überall im Universum kannst du dich bewegen. Mit ihr kannst du reisen. In ihr kannst du deine Energien aufladen. Während du sanft in deiner Lichtsäule wieder hinabrutschst, nach unten, du spürst jede Ebene von oben nach unten, bis du wieder an deinem Platz ankommst, an dem du dich in diesem Moment befindest. Du spürst, wie du in deinem Körper ankommst. Wie du dich wieder hierher, du dich in deinen Körper zurückbringst. Und du spürst die tiefe Verwurzelung in deiner Lichtsäule mit der Erdentiefe, wie sie tief in die Erde hineinragt. In deiner Lichtsäule bist du verankert mit Mutter Erde und verbunden mit Vater Himmel. So fließt das reine Licht hinab zu Mutter Erde und die reine Liebe der Mutter zu Vater Himmel.
Nimm diesen Austausch einige Momente wahr und spüre, wie sie dich nun ganz tief erden. Bitte darum, dass das reine Licht stets durch dich fließen möge und die reine Liebe durch dich fließt in jedem Moment. So werden die Energien in dir verankert. Wenn du möchtest, sage immer wieder: Ich bin das Licht. Ich befruchte. Und lasse alle meine Vorstellungen los. Ich bin ein wunderbares Wesen auf meiner irdischen Reise. Ich erkenne in jedem Moment meinen Lebensweg, am Abend und am Morgen. In jedem Moment, mein altes Sein ist vergangen. Ich bin in jedem Moment neu, ganz neu. Ich bin das Licht, die Schöpferkraft, im Einklang mit der weiblichen Kraft meines Urgrunds. Ich bin allen meinen Boten und Helfern dankbar für ihre stetige Begleitung in meinem Leben und auf dieser wunderbaren Reise. Und komme später dann mit dem Klang der Glocke wieder zurück in den Raum. Na, wie war die Reise für dich? Hat sie dir gefallen? Diese Meditation war nun der Abschluss zu unserer 13-tägigen Mondreise, die Wahrheitsfindung. Um dass du in der nächsten Zeit deine innere Wahrheit finden kannst, immer noch diese 100% geben und nehmen, dürfen wir im Herzen üben, in der Annahme dessen, was ist. Weiter dürfen wir auch lernen, Menschen anzunehmen, die nicht unserer Meinung sind. Das ist auch noch unsere Aufgabe, die wir bewältigen dürfen. Und wir spüren im Herzen, dass wir so vieles geheilt haben, dass es durch uns leichter und leichter fällt.
So werde ich ab morgen die neue Tageswelle einstellen für die weiteren 13 Tage bis hin zum nächsten Mondereignisse. Dazwischen dauert es schon noch mal 1 bis 2 Tage, wo die Tage im Jahreskreis ausgeglichen werden. Die 29,5 Tage insgesamt, mehr oder weniger. Und da gibt es dann dazwischen einfach Zwischenzeiten. Ich lade euch gerne ein zum Livestream jeden Donnerstag, um auf unseren Feldern Heilung zu erzielen. Wir arbeiten in unserem Sternenrad. Wir schauen, welche Aspekte im Moment in Heilung gehen möchten. Mit diesen werden wir arbeiten. Den Link findest du unter dem Video. Melde dich gleich an. Weiterhin kannst du gerne bei mir eine Heilsitzung buchen, wo du deine eigene persönliche Auswertung erhältst. Diese Links stelle ich ebenfalls unter das Video. Weiterhin biete ich dir dieses Video zum Download an. Wenn du die Energie in deiner Energie erhalten möchtest, kannst du dir den Download holen. Hier ist deine eigene Energie drinnen, von mir nochmals energetisiert, und so wirkt die Energie für dich einfach besser. Es sind keine anderen Energien drin. Wenn du in YouTube das Video hörst, sei dir bewusst, nimm es zu 100% in deiner liebenden Annahme an und gebe mir zu 100% deinen Like. So gebe ich dir zu 100% das Video. Wenn du es kostenlos hörst, und ich gebe es gerne, wenn du im Download es holst. Ich freue mich so auf dieses Gefühl von Geben und Nehmen. Wir werden den Austausch spüren. Es ist so schön, dass es euch alle gibt, dass es uns alle gibt. Lasse es dir gut gehen bis zu unserer nächsten Mondreise, zu unserem Stream. Denke daran, der Link ist unter dem Video. Melde dich gleich an.